Ablenkung für die beiden Dauerverletzten Nico Bungert und Erik-Maxim Choupo-Moting vom Reha-Training. Auf die beiden Mainzer wartete diese Woche ein Sonderzug vollgepackt mit kleinen Fans, die ihren Stars einmal ganz nah sein wollten. Für die beiden Profis natürlich Ehrensache. Also es macht Spaß auf jeden Fall. Die ein oder anderen Gesichter kenne ich noch. Die haben schon mal beim Training vorbeigeschaut oder so. Und ja, es ist immer eine tolle Sache mit den Kindern, sowas zu machen. Und sie alle mögen Fußball genauso wie ich. Und es sind alles junge Fußballer zum Teil. Und es ist was Schönes, ja. Dass sich Mainz 05 inzwischen bis auf Platz 6 der Tabelle vorgeschoben hat, können die beiden Leistungsträger derzeit nur von der Tribüne verfolgen. Aber auch am Bruchweg heißt es, einer für alle, alle für einen. Die spielen die ganze Saison eigentlich schon sehr gut. Hatten zwischenzeitlich mal eine kleine Phase, wo dann der Erfolg trotz allem ausblieb. Aber ja, wir stehen verdient da oben, weil die Leistung einfach über die ganze Saison bis jetzt gestimmt hat. Und ja, von daher bin ich gespannt, was noch kommt. Also, trotzdem ist es für uns keine Überraschung. Wir stehen da, wo wir hingehören, meiner Meinung nach. Und wir spielen eine sehr gute Hinrunde momentan. Die Spiele, die wir verloren haben, haben wir zum Teil mit Pech verloren. Natürlich lag es auch an uns selbst, aber wir haben trotzdem fast immer gute Ansätze gezeigt. Auch wenn sich die Ausfälle für Trainer Thomas Tuchel langsam häufen. Im kommenden Spiel bei Borussia Mönchengladbach wird er zudem auf den gesperrten Christian Wettklow verzichten müssen. Beim 2:1 gegen Hannover kam Loris Karius nach Wettklows roter Karte ins Spiel. Aber auch Heinz Müller ist wieder fit. Wer auch immer in Gladbach am Sonntag zwischen den Pfosten stehen wird, die Mainzer sind jetzt schon siegesgewiss. Da habe ich ein gutes Gefühl. Ich tippe 2:1 für uns. Und vielleicht hatte der Nikolaus für die Mainzer ja wirklich ein paar Punkte im Sack.